Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Fly Fishing Chronicles. Heute ein kleines Tutorial über Fliegenruten. Es geht um verschiedene Fliegenrutenarten. Ich konzentriere mich dabei auf Einhandfliegenruten, exklusive Euronymphenruten. Euronymphen ist wieder ein Thema für sich. Es geht um die klassische Einhandroute. Ich diskutiere mit euch die einzelnen Kategorien von Einhandfliegenrouten, weise die Vor- und Nachteile auf, wann man welche Routen nehmen sollte, wann man welche Routen nicht nehmen sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr das Tutorial bis zum Schluss durchschaut, habt ihr eine ziemlich klare Vorstellung davon, was es für Fliegenrouten gibt und wann man welche nehmen sollte und wann nicht. Fangen wir mit der klassischen Süßwasserfliegenroute an. Eine Route, die eigentlich jeder haben sollte, mit der jeder anfangen sollte, sage ich jetzt mal. Das sind halt die Routen, die man halt so für das klassische Forellenangeln nimmt. Nymphe, Trockenfliege, vielleicht auch mal einen kleinen Streamer. Erhältlich sind die Routen in 6,5 Fuß bis maximal 10 Fuß Routenlänge, wobei die 9 Fuß Modelle so als die Arounder gelten. Die 9,5 Fuß Routenmodelle, das sind dann halt mehr so Routen für das Fischen im See mit Bissanzeiger oder mit Trockenfliege. Es gibt aber auch 10 Fuß Routen, die sind dann mehr für das Nymphenfischen gemacht. Schnurklassen gibt es von, ich sag mal, Schnurklasse 2 in der Regel. Es gibt auch noch leichter Schnurklasse 1, 0, Doppel 0, aber man fängt bei den meisten Herstellern bei Schnurklasse 2 an und das geht dann hoch bis Schnurklasse 7, 8, in Ausnahmefällen sogar auch 9 habe ich schon gesehen. Wobei die hohen Schnurklassen 8, 9, das sind spezielle Routen, die wurden für das Angeln auf Steelheads entwickelt in Nordamerika, also aufsteigende Regenbogenforellen quasi. Das sind Routen, die wurden gemacht für das Indicator-Fischen, also für das Fischen mit Bissanzeiger und Nymphe. Und haben jetzt nichts von einer Hechtfliegenroute. Also auch wenn das eine 8er Route ist oder eine 9er Route ist, das sind keine Routen, die dafür designt worden sind, jetzt große Streamer zu werfen oder dergleichen. Ein anderes Merkmal ist auch, dass sie Schnurklassen treu sind. Was meine ich mit Schnurklassen treu? Das heißt, dass man auf einer 5er Route eine klassische 5er Schnur auch drauf macht. Da komme ich später nachher nochmal zum Schluss drauf zu sprechen. Und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, sage ich jetzt mal. Aber merkt euch, die sind schnurklassentreu. Auf einer 5er Route macht man einfach eine 5er Schnur drauf. Was die Aktionen angeht, gibt es diese Routen von mittelschnell bis schnellen Aktionen. Wobei ich finde, dass eine schnelle Aktion quasi so die Arounder unter den Aktionen ist. Und wenn ihr euch eure erste Süßwasserfliegenroute holt für das klassische Nymphing, für das klassische Trockenfliegenfischen, würde ich eine nehmen mit einer schnellen Aktion. Für Trockenfliegen speziell favorisieren einige mittelschnelle Aktionen, kann ich nachvollziehen, dadurch, dass sie sich halt mehr einen ganzen Blank aufladen, ist der Wurf ja ein bisschen weicher, ein bisschen langsamer so vom Gefühl her, finde ich. Und dadurch lassen sich dann halt die Fliege und auch die Schnur sanfter auf die Wasseroberfläche ablegen. Ein weiteres Merkmal dieser klassischen Süßwasserrouten ist, dass sie laterales Spiel haben im Blank, das heißt, der Blank bewegt sich leicht von links nach rechts und das erlaubt ein leichtes und effektives Schnurmenden, also das Verlegen der Schnur, um zu gewährleisten, dass die Trockenfliege ohne zu forchen abdriften kann, aber auch, dass die Nymphe ohne zu forchen oder zu draggen abdriften kann, zusammen mit der Strömungsgeschwindigkeit, um halt eine sehr natürliche Präsentation zu gewährleisten. Kleine Anekdote, um nochmal zu veranschaulichen, wie wichtig das ist, dieses laterale Spiel. Ich hatte zuerst eine 6er Salzwasserfliegenroute und ich wollte auf Barben fischen, kam starke Fische in harter Strömung, da war mir die 5er hier zu schwach, deshalb habe ich eine 6er gebraucht. Ich hatte jetzt aber nur eine 6er Salzwasserfliegenroute und da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, Salzwasserfliegenrouten haben kein seitliches Spiel oder weniger seitliches Spiel. Und das Verlegen der Schnur, also das Menden, das war grauenhaft. Also das war fast gar nicht richtig effektiv möglich, der Schnur nachzufüttern und dergleichen. Und habe mir dann später daraufhin dann eine klassische 6er Süßwasserroute geholt. Und der Unterschied war wirklich wie Tag und Nacht. Für was jetzt, wie ich finde, diese Routen nicht geeignet sind, sind Vollsinkschnüre oder Sinktippschnüre. Also ich habe eine ganze Zeit lang, weil ich nichts anderes hatte damals, auch Sinktippschnüre an den Routen gefischt, gerade für Streamerfischen. Es ging irgendwie, klar, aber richtig Spaß gemacht hat es nicht, muss ich ganz klar sagen. Es war ziemlich schwerfällig. Die Route hat sich extrem aufgeladen. Also man hatte gar keine richtige Schnurkontrolle. Man hat das irgendwie rausgehauen und auf das Beste gehofft. Also es ging, aber Spaß hat es nicht gemacht. Also deshalb finde ich, sind solche Routen dafür nicht geeignet. Was man natürlich machen kann, gerade wenn man auch Anfänger ist, man will sich ja ausprobieren. Ihr könnt hier eine WF-Schnur drauf machen, eine klasse schwimmende, die ihr auch fürs Nymphenfischen nimmt, fürs Trockenfliegenfischen.
und könnt dann vorne, bevor ihr das eigentliche Vorfach einschlauft, nochmal ein Polyleader einschlaufen, ja, in die Flugschnur. Dieses Polyleader, das sinkt, das heißt, man hat dann quasi eine Sinktipp erzeugt und kann dann den Streamer tiefer anbieten, gerade in der Strömung. Hat dann allerdings den Nachteil, dass dann zwischen der Flugschnur und dem Polyleader, was man einschlauft, ist dann halt eine Schlaufenverbindung. Das ist dann quasi wie so ein Gelenk und die Schnur, die rollt sich dann natürlich nicht mehr so schön ab. Deshalb eine Vollschnur als Sinkschnur, wo quasi die Sinktipp und die Nachschnur verschweißt sind, sind natürlich immer vom Vorteil. Aber am Anfang kann man das natürlich ohne weiteres machen. Ja, kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, der Salzwasserfliegenruder. Wie der Name schon sagt, für Salzwasserfliegenfischen hergestellt. Allerdings muss ich hier gleich hervorheben, dass die Hersteller, oftmals sind es ja nun mal amerikanische Hersteller, da nicht an das Salzwasserfliegenfischen an Norwegen denken oder an unsere Ostseeküste, sondern diese Routen sind oftmals für den subtropischen, tropischen Bereich konzipiert, sprich für das Fliegenfischen auf Bonefish, Tarpon, Permit, Redfish, Speckled Trout und was es da nicht so alles gibt und sind deshalb in erster Linie erstmal für Schwimmschnüre ausgelegt. Die Aktionen dieser Routen sind grundverschieden von der Süßwasserfliegenroute. Die Routen sind von der Aktion her mehr so spitzenbetont, das heißt, ich würde sagen, ja, das obere Viertel dient dem Werfen, danach wird es ziemlich hart und man hat ein ziemlich steifes Rückgrat und das gibt der Route natürlich ordentlich Lifting Power, also zum Hochpumpen von Fischen perfekt geeignet. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel im tiefen Wasser fischt und man hat jetzt so einen Thunfisch und die gehen tief runter, dann braucht man Lifting Power, sprich man braucht hier unten in der Butt Section ordentlich Rückgrat, damit man die Viecher hochpumpen kann. Und hier schaut sich an, die Route ist extrem steif, das ist eine 8er Salzwasserfliegenroute und nur hier oben so ein Viertel, da ist elastisch und damit wirft man und hier unten damit drillt man. Die Routen haben dabei ein sehr, sehr schnelles Rückstellvermögen und das Gute an den Routen ist, dass man, wenn man jetzt auf Sicht fischt, auf Bonefish, ja, man wirft hin, okay, hat jetzt einen 20-Meter-Wurf gemacht, Fisch dreht ab, dann kann man mit dieser Route quasi nur mit einem Rücksprung die ganze Schnur abheben und gleich wieder rausfeuern. Das ist der Vorteil von diesen Salzwasserfliegenrouten. Diese Salzwasserfliegenrouten sind dabei in Längen erhältlich von 8,5 Fuß bis 9 Fuß, wobei 9 Fuß die Standardroutenlänge ist, würde ich sagen. Die Schnurklassen reichen von Schnurklasse 6 hoch bis Schnurklasse 15 für das Angeln auf Marlin oder für das Fischen auf Haie. Und genauso wie die Süßwasserfliegenrouten sind auch die Salzwasserfliegenrouten Schnurklassen treu. Das heißt, auf einer 8er mache ich eine schnurklassentreue 8er Schnur, das heißt 210 Grain wären das hier zum Beispiel. Und nochmal zur Erinnerung, wie gesagt, diese Routen, weil sie halt für das ganz präzise Werfen gemacht sind, wurden die so designt, dass sie weniger seitliches Spiel haben, was natürlich super ist für präzises Werfen. Ja? Allerdings halt gänzlich schlecht geeignet, um da jetzt irgendwie die Schnur mit der Spitze irgendwie nachzufüttern oder irgendwie die Schnur zu menden, um eine bessere Trift der Trockenfliege irgendwie zu bewerkstelligen. Die Salzwasserfliegenrouten wurden so konzipiert, dass man kleine Fliegen auf besonders kampfstarke Salzwasserfische präsentiert. Also das ist jetzt beispielsweise meine 8er Fliegenroute und mit dieser würde ich niemals solche großen Hechtstreamer werfen auf Hecht. Von der Kampfkraft her kein Problem, die kannst du mit einem Hecht aufnehmen, aber das Werfen von solchen großen Fliegen gänzlich ungeeignet. Nur mal so, das sind die Fliegen, ganz kleine Fliege, das ist eine Bonefish-Permit-Fliege. Das wirft man an einer 8er Salzwasserfliegenroute, das meine ich damit. Kleine Fliege auf besonders kampfstarke Fische. Aufgrund der Aktion der Route, wie die sich aufladen, dass sie sich jetzt nur an der Spitze aufladen, damit wirft man, habe ich ja schon erwähnt, da machen sie ziemlich schnell zu, dann kommt das brechend harte Rückgrat, sind diese Routen gänzlich ungeeignet, um Sinktippschnüre oder gar Vollsinkschnüre zu werfen. Auch hier wieder eine kleine Anekdote aus der Praxis, denn ich kann euch sagen, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich es auch nicht anders wusste. Ich hatte zuerst diese 8er Salzwasserfliegenroute, habe Schwimmschnur gefischt, auf Karpfen, kein Problem, habe Intermediate gefischt, auf Hecht, ging auch noch irgendwie, aber da fing es schon an, ein bisschen komisch zu werden, habe mir dann gedacht, okay, ich hole mir jetzt eine Vollsinkschnur. Habe ich dann gemacht, eine Sink 7 Vollsinkschnur genommen und ja, was soll ich sagen, ich habe gedacht, ich habe das Werfen verlernt. Also es ging überhaupt nicht. Also
Man muss sich bei jedem Wurf extrem konzentrieren, dass der Wurf irgendwie gelingt, und das hat alles absolut keinen Spaß gemacht. Deshalb sind diese Routen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, absolut ungeeignet. Egal in welcher Schnurklasse, in 8, 9, 10, absolut ungeeignet, um sie auf Hecht zu verwenden. Und da komme ich jetzt nochmal gleich mehr ins Detail dazu, wenn wir zum nächsten Fliegenroutentypen kommen. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Routentyp, den ich mit euch besprechen möchte. Eins vorab gesagt, am Ende des Videos mache ich nochmal eine ganze Zusammenfassung und gebe Fallbeispiele, wann ich welchen Routentyp exakt benutze, auf welche Fischart, auf welchen Angelstil und so weiter. Der Routentyp, den ich euch jetzt vorstellen möchte, der sorgt für die meiste Verwirrung, ist relativ neu auf dem Markt. Mittlerweile hat aber jeder namhafte, zumindest US-Hersteller, sie im Programm, und das sind die Streamer-Routen, speziell für das Streamer-Fischen konzipiert. Wie der Name schon sagt, die sind konzipiert worden für das Fischen mit Streamern, oft in Zusammenhang mit Sinktippschnüren oder auch Vollsinkschnüren. Diese Routen sind nicht schnurklassentreu. Deshalb habe ich das immer vorhin so betont. Süßwasserroute schnurklassentreu, Salzwasserfliegenroute schnurklassentreu. Diese Route ist nicht schnurklassentreu. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Diese Routen gibt es in Längen von 9 Fuß. Ist so ziemlich Standard, aber immer mehr Hersteller bieten sie so ein 8,8, 8,6 Fuß an, also kürzer. Was ist der Grund? Der Grund ist einfach, dass man dann diesen Routen ein geringeres Swingweight gibt. Was ist das Swingweight, wird man sich jetzt fragen. Das Swingweight ist quasi, wenn ihr jetzt hier wirft und die Spitze lädt sich auf und entlädt sich beim Werfen, dann merkt man das ja, ne? Man spürt so ein gewisses Gewicht, und das ist das Swingweight. Und je kleiner das Swingweight ist, desto angenehmer und ermüdungsfreier lässt sich so eine Route werfen. Und wenn die Route etwas kürzer ist, statt 9 Fuß, 8,8 Fuß, dann verringert sich auch das Swingweight. Es gibt aber auch ein paar Streamer-Routen, die sind ein bisschen länger. Die sind so 9 Fuß, 9,3 Fuß, 9,5 Fuß. Ich glaube, ich habe sogar auch schon mal eine 10 Fuß Streamer-Route gesehen. Das sind dann aber oft Routen, die deshalb so lang sind, nicht weil der Blank länger ist, sondern weil die dann hinten einfach nochmal einen längeren Fighting-Butt dran haben. Das sind oft Routen fürs Muskie-Angeln gemacht. Die haben deshalb einen längeren Fighting-Butt dran, hauptsächlich um dieses Figure-8 besser machen zu können. Spielt aber bei uns in Europa, denke ich, keine Rolle. Aufgrund, dass die Streamer-Routen oftmals kürzer sind wie 9 Fuß, also so 8,8 Fuß, bringt das auch einen kleinen Nachteil mit sich, den ich vollständigkeitshalber auch erwähnen möchte. Wenn man jetzt wartend unterwegs ist oder man sitzt jetzt so im Bellyboot, dann ist man aufgrund der kürzeren Route natürlich mit der Schnur näher an der Wasseroberfläche. Und gerade beim Rückwärtsschwung touchiert man mal gerne so die Wasseroberfläche und versault sich da unter Umständen so ein bisschen so den Wurf. Aber da kann man sich natürlich schon ein bisschen drauf einstellen, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich halte hier gerade meine 8er Streamer-Route in der Hand, und ihr erinnert euch, vorhin habe ich euch diese Fliege gezeigt für die 8er Salzwasserfliegenroute. Das fischt man an einer 8er Salzwasserfliegenroute. Das an einer 8er Salzwasserfliegenroute absoluter Graus, aber an einer 8er Streamer-Route absolut gar kein Problem. Auch wenn dieser Streamer hier schon ziemlich groß ist für eine 8er, aber den könnte ich ohne Probleme noch an meiner 8er werfen. Das Paradoxe ist also, eine 8er Salzwasserfliegenroute wurde konzipiert für kleine Fliegen auf besonders kampfstarke Fische im Salzwasser, während Streamer-Routen dafür konzipiert worden sind, in erster Linie für das Fischen mit großen Streamern im Süßwasser auf nicht so kampfstarke Fische. Und jetzt komme ich nochmal darauf zu sprechen, dass diese Streamer-Routen nicht schnurklassentreu sind, aber diese Salzwasserrouten sind es. Ich hoffe, es gelingt mir, dass ich das verständnisvoll rüberbringe, denn das ist so der Punkt, da habe ich auch lange gestruggelt mit, dachte ich mir, boah, wie hängt das zusammen, weil das irgendwie so kompliziert ist. Ist es allerdings nicht. Ich versuche es euch gut rüberzubringen. Also, ich habe jetzt hier meine 8er Salzwasserfliegenroute. Schnurklassentreu, das heißt, ich mache hier eine 8er Schnur drauf. Das bedeutet eine Schnur mit einem Gewicht von 210 Grain. Schnüre werden in Grain angegeben, das heißt, die ersten 9 Meter und 14 Zentimeter, um genau zu sein, das gilt als Maßstab für die Schnurklasse. Und Grain ist ein altes Gewicht oder eine alte Gewichtseinheit. Grain, ein Grain ist 0,065 Gramm circa. Und mit dieser schnurklassentreuen Salzwasserfliegenroute werfe ich halt Schnüre,
die auf die ersten 9,14 Meter 210 Grain schwer sind. So, jetzt habe ich hier auf dieser Salzwasserfliegenroute eine Schnur drauf mit 210 Grain, so wie sich das gehört. Kleine Fliegen lassen sich wunderbar werfen, kein Problem. Jetzt nehme ich allerdings meinen großen Streamer, mache den dran und siehe da, ups, ich kann das Ding gar nicht mal richtig werfen. Was ist los? Ja, die Schnur ist einfach zu leicht. Die hat vorne in den ersten 9,14 Meter einfach zu wenig Masse, um diese große Fliege, die sehr viel Luftwiderstand bietet, durch die Luft zu werfen, denn nur Masse kann Masse bewegen. Das heißt, ich brauche also eine schwerere Schnur. Jetzt kann man sagen, ja, dann nehme ich halt eine 10er Fliegenrute, mache da eine schnurklassentreue 10er Schnur drauf, das sind so 300 Grain, glaube ich, dann kann man das Ding erwerfen. Kann man machen, allerdings hat man dann eine 10er Rute in der Hand. Eine 10er Rute ist schwerer, ermüdet einer mehr beim Werfen und ist anstrengender einfach über den ganzen Tag. Was man jetzt aber auch machen kann, ist, ich nehme mir eine Streamer-Route, mache jetzt hier eine spezielle Streamer-Schnur drauf, die es eigentlich bei jedem Hersteller zu kaufen gibt. Und hier ist die 8er Streamer-Schnur nicht 210 Grain schwer, sondern so ungefähr so bei 300 Grain wird das liegen. Und das ist genug Masse, um solche Streamer zu schmeißen. Aber jetzt fragt man sich, ja, aber dann ist ja die 8er hier eigentlich eine 10er, oder? Weil wieso sind das beide 8er Routen? Bei der einen werfe ich eine leichtere Schnur, bei der anderen kann ich eine schwerere Schnur werfen und größere Fliegen fischen. Was ist da los? Ja, hä? Der Trick liegt einfach darin, oder anders ausgedrückt. Ich fange mal mit der Salzwasserfliegenrute an. Ich habe ja schon erwähnt. Das heißt, wir müssen da wieder zurückkommen. Die lädt sich halt nur im vorderen Bereich auf und macht dann komplett zu. Wenn ihr jetzt eine spezielle 8er Streamer-Schnur hier auf diese schnurklassentreue Salzwasserfliegenrute drauf macht, die ja nun schwerer ist, ja, dann biegt sich beim Werfen nur die Spitze hier vorne und das Rückgrat weniger. Und die Spitze, die kollabiert förmlich. Ja, da auch gerade so eine Vollsinkschnur, die sind dünner im Durchmesser, ja, und sausen deshalb auch mit einer höheren Schnurgeschwindigkeit durch die Luft, weil weniger Luftwiderstand besteht. Und das lädt dann nochmal die Rute extra auf. Und diese Salzwasserfliegenrouten schaffen das dann einfach nicht mehr, die Schnur nach vorne zu bringen und einen schönen 20-Meter-Wurf zu machen. Bei den Streamer-Routen ist die Aktion anders. Und das ist der Trick. Denn diese Routen, die laden sich wirklich bis, man sieht das hier schon, bis in die Mitte, fast schon bis in die Butt-Section komplett auf. Und dadurch, dass sich der ganze Blank auflädt, können diese Routen natürlich viel mehr Energie speichern und wieder nach vorne bringen. Anfühlen tun sich diese Routen allerdings wie eine waschechte 8er Route. Die Routen sind ungefähr gleich schwer, also sie sind jetzt nicht so schwer wie eine 10er oder dergleichen. Sie sind ziemlich genau gleich schwer und haben auch dieselbe Kampfkraft, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wenn ich das eine 8er sage, oh, ich nehme jetzt hier eine 10er Salzwasserfliegenroute, dann habe ich auch eine entsprechend kräftigere Route in der Hand. Ne? Hier bei der 8er ist es dann so, die fühlt sich halt auch an, wie eine 8er hat genügend Kraft, genau wie eine 8er halt Kraft hat. Aber dadurch, dass sie sich im ganzen Blank durchbiegt, kann sie mehr Energie speichern und dann auch wieder nach vorne bringen. Deshalb kann ich es mir erlauben, hier auch schwerere Schnüre zu fischen, auch wenn es eine waschechte 8er Route ist. Und dadurch, dass diese Streamer-Routen wirklich eine schön durchgängige Aktion haben, sind sie halt wie gemacht für das Fischen mit Sinktippschnüren, für Vollsinkschnüren, gerade auch in Kombination mit großen Streamern, aber auch mit beschwerten Streamern, denn durch diese durchgängige Aktion wird auch das Schlagen in der Route abgepuffert. Ja, das ist hat eine richtige Pufferfunktion und das Werfen ist viel angenehmer damit. Allerdings muss man sagen, das Werfen ist, gerade wenn man vorher immer so schnelle Süßwasserrouten oder schnelle Salzwasserfliegenrouten gefischt hat, ist am Anfang ein bisschen schwammig, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss sich an, das Werfen ist ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Und einen Tipp kann ich euch gleich geben und da muss man sich auch dran gewöhnen. Das muss man sich immer wieder ein bisschen so antrainieren. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag mit einer schnellen Salzwasserfliegenroute oder Süßwasserfliegenroute gefischt habe, greife dann zur Streamerroute. Da brauche ich erstmal auch Zeit, um mich da wieder reinzufinden, weil ich mich dann komplett umstellen muss. Ne? Wichtig ist, dass man hier nicht zu viele Leerwürfe macht. Also holt die Schnur raus, dann macht er 1,
zwei Leerwürfe und beim dritten Mal lasst es einfach fliegen. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt noch nicht genügend Schnur draußen, lasst einfach das Zeug raussegeln, die Rute übernimmt die Arbeit für euch. Viele werden jetzt sagen, ah, so langsame Routen, die fische ich nicht gerne, ich mag mehr schnellere Routen, ja, man hatte so seine Vorlieben. Aber auch beim Fliegenfischen muss man oftmals das fischen, was man braucht. Nicht das, was man besser findet oder was man angenehmer findet zum Werfen, sondern das, was man benutzen muss, quasi, um eine Funktion zu erfüllen. Ja, so eine Fliegenroute ist ja wie so ein Werkzeug, sage ich jetzt mal. Und beim Spinfischen ist ja das auch ähnlich. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Jigs fische oder so Bottom Contact mache, dann will ich halt eine Route haben mit einer schnellen Aktion, Fast Taper oder Extra Fast Taper, die sensibel ist. Wenn ich Crankbaits fische am anderen Ende des Spektrums, da will ich eine Crankbait-Route haben im optimalen Fall, die halt wieder weicher ist und die sich natürlich auch anders wirft, der ein bisschen indirekter wirft. Also da gehe ich ja auch nicht danach, oh, was fische ich jetzt lieber, sondern ich muss das fischen, was einfach gebraucht wird. Und beim Fliegenfischen ist das ähnlich. Und wenn ich jetzt Streamer fische, hauptsächlich Streamer fische mit Sinkschnüren, Sinktippschnüren, dann greife ich auf jeden Fall zu so einer Streamer-Route. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht. Wenn noch irgendwie Unklarheiten sind, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Da kann ich nochmal drauf eingehen, dann kann es auch jeder nochmal nachlesen. Hier zeige ich euch jetzt nochmal, blende ich jetzt ein gerade, eine Tabelle von den Schnurklassen, von den Aftmark-Klassen. Und schaut euch jetzt mal die Schnurklasse 8 an. Wenn ihr da jetzt bei Schnurklasse 8 schaut, dann seht ihr, dort steht, wie ich vorhin gesagt habe, 210 Grain. Das bezieht sich natürlich auf schnurklassentreue Routen. Wenn ihr jetzt von welchen Hersteller auch immer, von Rio, Scientific, Angler, Airflow, euch jetzt eine Streamer-Schnur anschaut, zum Beispiel die Scientific Titan Taper in 8, dann seht ihr, das Gewicht ist viel höher. Also der Hersteller gibt schon an, okay, das ist eine 8er Schnur, aber das Grain-Gewicht ist höher angegeben, weil diese Schnüre hauptsächlich für entsprechende Streamer-Routen konzipiert worden sind, die aufgrund ihrer durchgängigen Aktion sich besser aufladen und deshalb halt es ermöglichen, solche schwereren Schnüre mit mehr Masse zu werfen, die es euch dann wieder erlaubt, dann halt größere, schwerere Fliegen anzubieten. Jetzt bin ich allerdings kein großer Freund von Verallgemeinerungen und ich bin mir ganz sicher, die Ausnahme bestätigt die Regel. Und auch ich habe so eine Route innerhalb eines Lineups. Das sind jetzt zwei Scott-Routen, Scott Meridians, einmal die 6er und einmal die 8er. Und innerhalb eines Lineups, das sind beide Meridian-Routen, können die Routen allerdings unterschiedlich ausfallen. Das heißt, wenn jetzt die 6er-Route D&D-Charakteristik hat, dann kann sein, dass die 8er ein bisschen anders ausfällt. Und hier ist zum Beispiel der Fall, dass die 8er weicher ausfällt wie die 6er. Kleines Beispiel, mit der 6er Scott Meridian kann ich eine Intermediate-Schnur fischen, und zwar die Rio Outbound Short. Die liegt ja schon vom Grain-Gewicht, wäre das eine 9er-Route quasi, wenn man so will. Also liegt schon drei Schnurklassen drüber. Kann ich mit der Route hier fantastisch werfen, weil die Route ist eine absolute Wurfmaschine. Umgekehrt, wenn ich jetzt hier eine 8er Rio Outbound Short an der 8er fische, könnte man ja meinen, ja, also selbe Routen-Line-Up sollte ja dann auch gehen. Geht nicht. Also es geht schon irgendwie, klar, aber im Vergleich zur 6er lange nicht mehr so gut. Also ich will nur damit sagen, Ausnahmen bestätigen die Regeln und es kommt natürlich auch immer auf die einzelnen Routen drauf an und innerhalb eines Line-Ups können Routen auch unterschiedlich ausfallen. Okay, ich hoffe, ihr habt so einigermaßen die Übersicht, Süßwasserroute, Salzwasserfliegenroute, Streamerroute und ich möchte jetzt am Fallbeispiel mit euch besprechen, wann ich welche Routen benutzen würde, einfach auch, um euch vielleicht eine anstehende Kaufentscheidung zu erleichtern. Ja, anfangen möchte ich mit der Süßwasserfliegenroute. Wann nehme ich die? Ganz klar fürs Nymphenfischen, fürs Fischen mit der Trockenfliege, sei es auf Eschen, auf Forellen, Döbel oder sonst irgendwas, fürs Fischen mit Terrestrials oder halt auch schon mit kleinen Streamern, einfach an einer Floating-Schnur. Gerade wenn ich jetzt so Gewässer habe zum Beispiel, die sehr gleichmäßig hinfließen,
die jetzt nicht tief sind oder dergleichen, da kann ich durchaus eine ganz normale WF-Schnur nehmen, die ich auch zum Nymphenfischen nehme, mache einen 9 Fuß oder 7,5 Fuß gezogenes Vorfach dran, mache da einen kleinen Streamer dran, wie ein Klauser Minnow oder wie ein Woolybugger oder was auch immer, und dann kann ich den natürlich auch ohne Probleme werfen. Was halt nicht mit den Ruten geht oder nicht so gut geht, sind jetzt Vollsinkschnüre oder Sinktippschnüre. Für was würde ich jetzt Salzwasserfliegenruten nehmen? Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich angle sehr gerne auf Karpfen mit der Fliegenrute, und das Karpfenangeln ist meistens eigentlich immer Sichtangeln, das heißt, ich spotte die Karpfen, werfe sie auf Sicht an. Und das hat ja ein bisschen was so vom Bonefischangeln, vom Permitangeln, sprich von Salzwasserfliegenfischen in der Karibik so ungefähr. Und da bietet sich natürlich so eine Salzwasserfliegenroute perfekt an. Denn A, ich kann das mal ganz zielgenau werfen, weil wir erinnern uns, wenig laterales Spiel, das heißt präzise Präsentationen sind möglich. Ich kann, wenn ich einmal anbiete, Karpfen dreht ab, da kommt der nächste Karpfen, kann ich mit einem Rückschwung die ganze Schnur aufnehmen, zack, und gleich wieder präsentieren zum nächsten Karpfen. Zudem, ihr wisst ja schon, Salzwasserfliegenruten haben schönes Rückgrat, schönen Fighting Power. Und wenn ich jetzt, ihr habt es vielleicht schon in meinen Videos gesehen, auf Karpfen fische, ich fische im Stausee. Das heißt, der Stausee, der ist tief. Und gerade die Großen, die gehen halt immer am Ende des Drills immer richtig schön vorm Boot, richtig tief runter, lassen sie richtig schön tief absacken. Und ich muss sie mühselig nach oben pumpen, quasi wie so ein Thunfisch. Und da kommt mir natürlich dieses harte Rückgrat, was viel Lifting Power bietet, natürlich gerade recht entgegen. Für was ich meine Salzwasserfliegenruten auch nehmen würde, wäre für das Fischen mit Floating-Schnur oder Intermediate auf Meerforelle an der Küste zum Beispiel. Schnurklasse 6, Schnurklasse 7 ist so, glaube ich, so Standard. Schnurklasse 6 ist dann schon ein bisschen leichter. Bei wenigen Verhältnissen gerne auch Schnurklasse 8, aber ich denke, so Schnurklasse 7 ist so ziemlich Standard für Meerforelle. Ich würde meine Salzwasserfliegenruten nehmen für das Streamerfischen auf Wolfsbarsch auf jeden Fall. Aber auch für das Streamerfischen auf Forellen und auf Barsche in Seen. Gerade wenn ich jetzt mit Intermediate-Schnur fische, kleinere Fliegenfische, leichtere Fliegenfische, dann kann ich durchaus noch eine Salzwasserfliegenroute nehmen, wie gesagt, mit einer Intermediate-Schnur, ja, mit einer Rear Outbound Short. Geht meine 6er absolut perfekt. Vollsinkschnur würde wieder nicht gehen. Ja, also, wie gesagt, Salzwasserfliegenrouten für mich Schwimmschnur, Intermediate-Schnur, kleine Fliegen, absolut ideal dafür gemacht. Auch wenn es jetzt ans Rapfenangeln geht, wo man weite Würfe machen muss, wenn ich jetzt nicht Topwater fische, sondern unter der Wasseroberfläche mit kleinen Baitfisch-Streamern, auch da würde ich so eine 6er oder 7er Salzwasserfliegenrute nehmen in Kombination mit einer Streamer-Intermediate-Schnur. Ja, und wann kommen meine Streamerrouten zum Einsatz? Ja, ganz klar, beim Streamerfischen, gerade wenn ich mit Sinktippschnüren und Vollsinkschnüren fische. Sei es jetzt auf Barsch, Schnur Klasse 6, habe ich auch eine Streamerroute, mache dann eine Sink 5 dran. Vollsinkschnur lässt sich wunderbar werfen, auch wenn ich jetzt einen beschwerten Klauser Minnow habe. Gar kein Problem. Das wäre jetzt eine Sache, die ginge mit der Salzwasserfliegenroute nur sehr bescheiden, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ansonsten auf alle Prädatoren eigentlich, ne? Auf Hecht, typische Hechtfliegenrouten, wie sie auch angeboten werden von diversen Herstellern, von Vision beispielsweise, das sind nichts weiter als Streamerrouten. Sind alles so eher durchgängige Routen, halt aufgrund der Schnurklasse für Hecht geeignet. Aber jetzt die Schnurklasse 8 oder Schnurklasse 6 sind dieselben Routen mit derselben Charakteristik, nur halt etwas leichter und angepasst halt dadurch für Barsche oder für das Fischen auf Forellen im Fluss mit einer Sinktippschnur. Das sind halt so Einsatzzwecke für Streamerrouten. Aber Streamerrouten sind natürlich auch salzwasserfest. Ja, ihr könnt mit denen natürlich ohne Probleme auch im Salzwasser fischen. Ihr könnt damit auch auf Meerforellen fischen, kein Problem. Man muss allerdings sagen, solche Streamerrouten sind jetzt keine absoluten Wurfmaschinen. Also man kommt nicht so leicht auf Wurfweite wie mit den Salzwasserfliegenrouten. Allerdings spielt das jetzt beim Fischen mit wirklich großen Streamern eine untergeordnete Rolle. Wenn ich auf Rapfen Topwater fische, nehme ich auch lieber eine Streamerroute als eine Salzwasserfliegenroute. Die Salzwasserfliegenroute, wie gesagt, wenn ich mit Intermediate-Schnur fische, mit kleinen Baitfischfliegen, damit kommt eine Salzwasserfliegenroute wunderbar zurecht, nehme ich die Salzwasserfliegenroute, weil die einfach weiter werfen. Ne? Leichter weiter werfen, sind spritziger, haben schnelleres Rückstellvermögen, ich komme leichter auch weiter raus, und das ist ja bei Rapfen oftmals ziemlich wichtig. Wenn ich jetzt allerdings Topwater fische mit Popper oder so Stickbaitfliegen, die ja ein schwereres Eigengewicht mit sich bringen und einen höheren Luftwiderstand bieten, dann fische ich gerne Schnurklasse 8 oder 7 manchmal auch, abhängig von der Fliege jetzt. Ne? Also ich fische jetzt nicht Schnurklasse 8, weil jetzt der Rapfen so kampfstark ist, sondern ich
fische die, weil die Fliege einfach danach verlangt. Da fische ich lieber solche Streamerrouten, weil ich dann halt solche schweren Fliegen, sage ich jetzt mal, besser an der Streamerroute fischen lassen. Also ihr seht schon, man darf das nicht so verallgemeinern, aber man muss schon wissen, wann nehme ich die Route und wann nehme ich jene Route. Wo ihr die Streamerrouten natürlich auch nehmen könnt, ist im Salzwasser. Solche Streamerrouten sind salzwasserfest. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Norwegen auf Pollack mit der Fliegenroute fischen wollen würde, da braucht ihr Vollsinkschnüre. Das heißt, da würde ich definitiv eine Streamerroute nehmen. Da würde ich keine Salzwasserfliegenroute nehmen. Denn wir erinnern uns, diese klassischen Salzwasserfliegenrouten, die wurden immer so hergestellt, wie gesagt, mit Schwimmschnüren im Hinterkopf, Karibik, Flat, Bonefish, Permit da und gib ihn. Die wurden nicht entwickelt, um jetzt in Norwegen in 10 Meter Wassertiefe auf Pollack zu fischen mit Vollsinkschnüren. Da wollte ich dann wieder so eine Streamerroute nehmen. Generell finde ich solche Streamerrouten sehr universell, dadurch, dass sie halt auch salzwasserfest sind. Also ihr könnt jetzt mit Schnurklasse 6, sage ich jetzt mal, durchaus bei euch im Fluss auf Forellen streamern, ihr könnt auf Barsch streamern, aber ihr könnt auch an der Küste natürlich auf Meerforellen mit streamern. Müsst euch, wie gesagt, aber im Klaren sein, dass das jetzt nicht diese absoluten Weitwurfmaschinen sind, wie diese Salzwasserfliegenrouten. Und es kann ja doch gerade auf Meerforelle doch schon entscheidend sein. Also auf Meerforelle würde ich lieber meine Salzwasserfliegenroute fischen. Wenn ich auf Rapfen mit kleinen Baitfischfliegen auf Distanz gehen würde, unter der Oberfläche fische, würde ich auch meine Salzwasserfliegenroute eher bevorzugen. Aber auch innerhalb der Streamerrouten gibt es natürlich Unterschiede. Ich habe jetzt hier auch wieder zwei 8er Streamerrouten. Das eine ist eine Winston Alpha Plus und das ist eine 8er Sage Payload. Beide selbe Routenklasse. Die Payload ist ein bisschen kürzer, die ist 8,8 Fuß lang. Eine 8,9 ist sie lang und die ist 9 Fuß lang, die Winston. Was ist jetzt der Unterschied? Die Payload ist ein bisschen weicher in der Aktion, also der Blank ist viel weicher, also wirft sich viel weicher, während die Payload die ist deutlich straffer. Es ist schon noch durchgängig, ist schon eine Streamerroute, keine Frage, aber die ist auf jeden Fall ein bisschen straffer, hat ein schnelleres Rückstellvermögen. Deshalb nehme ich zum Beispiel die Alpha Plus hier von Winston gerne, um jetzt auf Rapfen zu fischen, eben mit besagten Topwaterfliegen, weil ich halt diese Topwaterfliegen super werfen kann, aber gleichzeitig auch noch auf Weite komme. Da müsste ich hier mit der Payload, weil sie halt weicher ist, ein langsameres Rückstellvermögen hat, deutlich mehr kämpfen, um dieselbe Wurfweite wie diese hier zu erreichen. Hat aber auch einen Vorteil, wenn die Routen ein bisschen weicher sind hier von der Payload, denn das macht die Routen natürlich ideal, um im Nahbereich gefischt zu werden. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Fluss mit meinem Boot runtertrifte oder ich bin jetzt an einem Fluss und muss mit wenig Schnur draußen eher kurze Würfe machen, da würde ich eher die Payload nehmen, weil die sich einfach leichter auflädt, weil sie halt weicher ist, lädt sich leichter auf. Dann müsste ich hier mit der strafferen Winston schon ein bisschen mehr Schnur draußen haben, damit ich überhaupt irgendwie den Blank aufgeladen bekomme. Perfekt, um weitere Würfe zu machen, im Nahbereich suboptimal. Unten in der Videobeschreibung mache ich euch nochmal eine komplette Übersicht über die drei Fliegenroutenarten, die ich euch vorgestellt habe. Nochmal stichpunktartig, was ich wann, wie, wo, weshalb nehmen würde, so könnt ihr euch das nochmal in Ruhe alles durchlesen. Ich haue euch auch noch eine Übersicht hin über Streamerrouten von den einzelnen Herstellern, verlinkt die auch gleich für euch. Dann könnt ihr gleich da mal ein bisschen auf den Herstellerseiten rumstöbern. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch die drei Haupttypen quasi bei den Einhandfliegenrouten gut rüberbringen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich beantworte alle Fragen, kein Thema. Dann können das auch nochmal die anderen, die sich das Video anschauen, nochmal alles durchlesen und können durch diese Kommentare meine Antworten vielleicht noch ein bisschen was lernen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, könnt ihr es auch gerne unten reinschreiben. Wie gesagt, man darf nicht alles so dogmatisch sehen. Es gibt immer Ausnahmen, viel Crossover. Wie gesagt, mal nehme ich eine Salzwasserfliegenroute, mal nehme ich eine spezielle Streamerroute. Aber ich haue euch das, wie gesagt, nochmal unten in der Videobeschreibung nochmal in Detail rein. Da könnt ihr euch das nochmal alles in Ruhe durchlesen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben. Das hilft meinem kleinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch viel Petra Hell am Wasser. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.